Willkommen zu meinem Special Video. Was soll ich sagen? Ich bin begeistert, vielleicht auch ein bisschen gerührt, dass wir jetzt 100 Abonnenten auf meinem Kanal haben. Ich hatte das wirklich nicht erwartet und deshalb möchte ich mich in diesem kleinen Special Video bei allen Abonnenten bedanken, bei jedem Einzelnen, wenn ich könnte. Vielen, vielen Dank, dass ihr nicht nur diese Videobeiträge von mir verfolgt, sondern dass ihr auch, naja, dass ihr ein Abo da lasst und mir damit auch ein bisschen zeigt, dass ihr so an den weiteren Entwicklungen des Kanals teilhaben wollt. Und das ist für mich ein sehr, sehr wertvolles Feedback. Und da möchte ich doch nochmal meinen Dank an euch rüberbringen, dass ihr hier auch weiterhin Interesse zeigt. Und das kann ich an diesen Abozahlen, 100 haben wir jetzt, ablesen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mögt, dann macht an dieser Stelle eine kleine Pause im Video und holt euch eine Tasse Kaffee und dann werden wir ein bisschen erzählen, so wie das überhaupt so zu dem Kanal gekommen ist und warum ich mir das überhaupt antue und was so die Intention dahinter ist. Wenn ihr mögt, dann reden wir doch da noch mal ein bisschen drüber und seht das so als kleines Dankeschön an, dass das ist die Möglichkeit, die ich euch eben da zurückgeben möchte, dass ich da noch mal ein bisschen von mir und von dem Kanal erzähle. Die erste Frage, die sich ja so aufdrängt, ist, wie ist es eigentlich zu diesem Kanal gekommen? Ja? Und ich möchte euch kurz erzählen, ich spiele ja gerne schon länger immer mal wieder Videogames und man hat dann halt auch im Bekannten- und im Familienkreis mal Situationen, wo man sagt, du, diese eine Szene oder diese Begebenheit ist richtig klasse, guck sie dir doch mal an. Und dann hat man halt immer so umständliche Wege genutzt, USB-Stick, mal ein Filmchen draufgezogen, weitergereicht oder wie Transfer, kennt ihr ja auch, sowas in der Art. Und mein Neffe hat mich dann mal darauf aufmerksam gemacht, wie wäre es denn, wenn du da die Sachen mal auf YouTube hochlädst, muss ja nicht öffentlich sein, kannst ja privat machen und schickst mir dann den Link, dann kann ich mir das mal eher anschauen. Ist für beide Parteien dann auch einfacher zu handeln. Und das war so der Einstiegsgedanke, wo ich eben drauf gestoßen wurde, ja, nutz doch die Plattform erstmal so für dich als Datensammelort. Und das habe ich gemacht und was soll ich sagen, das habe ich gerade ein einziges Mal gemacht. Dann habe ich irgendwie festgestellt, das ist ja eine ganz gute Sache, sich selbst einen gewissen Entwicklungsverlauf zu protokollieren und so eine kleine Chronik zu machen und habe dann das Projekt Star Citizen da aufgenommen als Let's Play. Wobei ich den Kanal erstmal etwas allgemein halten will, auch die kreative Seite anderer Games aufzeigen will, aber Star Citizen begleitet mich halt schon so lange und ich finde es in vielerlei Hinsicht sehr kreativ und deshalb ist das jetzt so das Hauptprojekt, was ich auf diesem Kanal habe. Also so bin ich quasi dazu gekommen, habe jetzt ein privates Video aufgenommen und dann bin ich schon umgeschwenkt und habe halt das Leben in Star Citizen, also wie funktioniert Star Citizen mit mir, also was kann ich für Abenteuer erleben, habe ich schon begonnen, das Ganze zu Let's Playen. Und das ist jetzt so, sagen wir mal, das Hauptprojekt, wie ich gesagt habe. Die Frage stellt sich euch dann natürlich, wie bin ich eigentlich zu Star Citizen gekommen? Es ist so, dass ich, wann war es? Ich lasse kurz überlegen, Mitte 2016, bin ich zu Star Citizen gestoßen, weil ich das Projekt an sich gut finde, diese Planeten- und Weltgeschichte und der Einzelne, der sich da als Weltenbürger fühlt, das ist so das, was mich gleich angesprochen hat und zum Zweiten eben dieses offene Projekt, das ich unterstützen kann, das war so der zweite Hintergedanke und da bin ich Mitte 2016 eben dazu gekommen mit einem kleinen Starterpaket und dann hat sich das im Laufe der Zeit so ein bisschen gesteigert und jedes Jahr ist ein Schiffchen dazugekommen. Ich habe ein gewisses Budget im Monat, was ich für Games ausgeben könnte und wenn man jetzt nicht unbedingt gerade ein Abo-Game hat, wo man 13 bis 16 Euro im Monat abdrückt und dann vielleicht noch zusätzliche Shop-Geschichten
Mikrotransaktionsgeschichten auch noch investiert. Dann hat man ein bisschen über und dann habe ich also jedes Jahr ein kleines Budget auch Star Citizen zugutekommen lassen, weil es mich einfach anspricht, weil es einfach und da kann ich Gedankengänge anderer nicht so für mich festmachen. Andere sagen, ja, was zahlst du für ein unfertiges Spiel? Da bist du bescheuert, mach doch sowas nicht. Sehe ich aus einer ganz anderen Perspektive. Ich sehe es eher aus der Perspektive der Dankbarkeit und der Freude daran, an der Spieleentwicklung teilnehmen zu können. Und zwar so transparent, wie Star Citizen das gerade macht. Also ich zahle ja jetzt für das Spiel, was ich danach auch fertig bekomme. Also habe ich keinen Verlust. Ich habe im Gegenteil eben noch die Möglichkeit, die Entwicklungsstufen mitzuerleben und zwar so transparent auch mit Einsteiger- und Erklärvideos und so weiter, was Star Citizen eben so ausmacht, dass es totale Freude macht, daran teilzunehmen. Und irgendwann hat man dann das fertige Spiel in der Hand und Verlust macht man in dem Sinne ja nicht. Man kann sich natürlich darüber streiten, warum müssen es immer weitere Schiffe sein, aber das ist eben die Geschichte, die jetzt eben schon fasziniert und Spaß macht, die Entwicklung zu unterstützen und teilzunehmen. Und da tut mir das Geld in dem Sinne jetzt auch nicht weh, weil Star Citizen ja so transparent und so kollegial ist, dass man eben das Budget, was man investiert hat, eben auch wieder umschmelzen kann. Also es ist nicht jetzt an ein Schiff oder Gegenstand fix gebunden und dann muss man damit eben leben, wenn es falsch ist. Und so konnte ich ja auch Ende des letzten Jahres mir die Kirk erwerben, indem ich meinen gesamten Hangar, den ich bis dahin an Schiffen hatte, eingeschmolzen hatte. Ihr wisst es ja vielleicht aus einigen Let's Play-Anmerkungen von mir. Ich hatte die Saber, ich hatte den Cyclone Buggy, ich hatte die Avenger Titan und meine geliebte Terrapin. Und die habe ich alle eingeschmolzen, habe das Geld von CRG wiederbekommen, habe mir dafür dann die Kerk geholt. Ein bisschen draufgezahlt natürlich, aber die Kerk geholt zu noch einem recht guten Preis damals. Also, wenn man so einer Spieleentwicklung teilhaben kann, dann ist es auch toll und dann nutzt man das halt auch aus, unterschiedliche Spielmechaniken kennenzulernen. Die Terrapin hatte ich mir damals ja mal geholt, damit ich so ein bisschen das Explorer-Gameplay, habe ich mir so vorgestellt, nutzen kann, so im Einsteigersegment. Da hat man so seine Fantasien, dass man mit der Terrapin auf Entdeckungstour geht. CRG hat das ja Ganze ja ein bisschen anders spezifiziert im Laufe der Zeit, sodass es nicht mehr so das Fantasiegebilde war, was ich mir so vorgestellt habe. Trotzdem tut es mir ein bisschen leid, aber die Kerk passt halt mehr rein in meinen Gedankengang, ja, Welten zu entdecken, ja, Enterprise-mäßig. Von daher habe ich halt alle eingeschmolzen und kann jetzt mit der Kerk ähnliche Sachen tun. Ich habe wieder einen Rover gekriegt, ich habe die Pisces bekommen. Ja, ne, das sind so Sachen, die ich dann halt auch ausnutze und euch im Let's Play dann mit vorstelle, weil es einfach mein Star Citizen Leben ist, was ich in dem Kanal halt abbilde. Ich möchte da also das Leben, mein Citizen Leben abbilden und jetzt nicht den Fokus auf irgendwelche Guides legen. Das können andere besser, die sind noch weiter im Thema drin. Ich erschließe mir das Game durchs Spielen. Das merkt ihr ja auch oft. Ja, dann verstehe ich das wieder nicht und dann hängt es halt da wieder und dann denkt man sich wieder, was macht der hier nie da, ne? Warum versteht er das nicht? Ihr nehmt sozusagen am Leben teil und ich bin nicht der Guide-Mensch, der euch da die letzten Fakten liefert und Tipps und Workarounds und so weiter, ne? Da gibt es viel, viel bessere YouTuber, zum Beispiel der Knebel, der Knusper, der Sitko, die sind eine ganz andere Liga. Die kennen sich mit dem Spiel, mit der Spieltiefe auch noch viel anders aus als ich. Von daher freut es mich natürlich, dass wir jetzt 100 Abonnenten haben, die gerne am Leben teilnehmen und das Ganze auch mit einer gewissen Gelassenheit sehen. Und wenn ich dann mal meine Schiffe aufrüste und entdecke, hier, die Waffe ist viel besser und die Komponente passt besser, dann seht ihr das auch mit diesem gewissen Augenzwinkern. Er erspielt sich hier seine Welt und es ist nicht unbedingt dieser Absolutheitsgedanke, der damit transportiert werden soll, ja. Wenn ihr mich fragt, was war so der tollste Moment in Star Citizen, so
Was ist so hängen geblieben? Dann ist es sicherlich die Atmosphäre, und da habe ich mich ja jetzt hier gerade auf Microtech nochmal auf den Felsen gesetzt. Ne, man fliegt hier hin, sucht sich irgendwo auf der Welt einen Punkt aus, setzt sich hin und guckt den Sonnenuntergang zu und nimmt dieses Feeling auf. Wenn man nach oben guckt, sieht man ein paar Sterne, ja, und dann wirst du einmal hinfliegen können. Ne? Hat die kleine Pisces hier geschnappt und setzt sich hin. Und das sind so die Momente. Wenn ihr auch noch mal denkt, hier die Schlucht auf Calliope, da fliegst du mit der Prospector vorbei und hältst mal an und gehst mal gucken und schon siehst du was Tolles. Das sind so die Momente, die mich begeistern. Wenn ihr fragt, was ist so der peinlichste Moment in Star Citizen, dann ist sicherlich das, wenn man so ein bisschen mit Scheuklappen durch die Welt geht und Sachen nicht sieht. Und der Zuschauer, der hat es schon fünfmal gesehen. Zum Beispiel, als ich diesen Kasten nicht gefunden habe, wo man die Pakete abgibt. Ah, das ist so peinlich. Und nachher bei der Videobearbeitung, wenn ich dann sehe, ach, da ist er ja, dann ist mir das schon fast zu peinlich, es hochzuladen. Also da nehmt bitte weiterhin ein bisschen Rücksicht auf mich. Und dann werde ich das Ganze, auch wenn es zu peinlich für mich ist, auch online stellen. Einfach weil es das Leben meines Star Citizen hier abbildet. Wenn ihr fragt, was habe ich eigentlich für Hardware-Komponenten, die das Ganze hier aufnehmen, dann habe ich mich jetzt just vor ein paar Monaten wieder neu aufgestellt. Ich hatte vorher ein i7 und eine 1080 GeForce von Nvidia. Ich habe mich jetzt verändert zu einem Intel i9 9900K, weil er sehr günstig in dem Moment zu haben war. Und die Grafikkarte von Nvidia ist eine RTX 2080 Super. Und ich habe das neue Board eben mit dem neuen Prozessor auch genommen, weil ich jetzt 32 RAM haben möchte. Und ich habe es auch schon gesehen, bei dieser Invictus-Woche hatte ich einen RAM-Peak von 24, also knapp 23 irgendwas Gigabyte als Peak-Wert. Das fand ich schon erstaunlich. Also war mit meinen 16 schon so ein bisschen knapp, jetzt bin ich bei 32. Ich habe das Ganze wieder auf eine SSD gepackt, habe jetzt eine M2-SSD direkt an Bord liegen, und zu der vorherigen SSD kann ich jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung sehen, aber SSD muss es schon sein, da werdet mir sicherlich zustimmen. Ja, eine mechanische Tastatur habe ich hier noch am Start. Das hört ihr auch in den Videos ab und zu, aber ich habe jetzt nicht das Budget und die Ambition, da noch eine Verbesserung reinzubringen. Das nehmen wir mal jetzt mal so hin, und ein Mikro habe ich, das kostet unter 10 Euro. Da habe ich auch nicht das Budget, jetzt hunderte von Euro für so ein super Studio-Mikrofon auszugeben. Da seht ihr mir bitte nach. Ja? Das kriegt ihr bei anderen YouTubern besser. Dann haben sie eine ganz tiefe Bassstimme. Ja, und dann hört sich das so sehr voluminös an, bei mir halt eher so ein bisschen krächzend, aber gut, nehmen wir erstmal so hin, wie es hier in der Zukunft ist, weiß ich noch nicht, mal sehen, ja. Was nehme ich eigentlich so für Software? Ich habe also die Freeware-Tools am Start, OBS und DaVinci Resolve, das kennt ihr ja, ne, so das Standardgedöns, was man so kostenlos dann so, tja, so mitbringt, ne. Ja, einen kleinen Ausblick, wie soll es eigentlich weitergehen mit dem Kanal? Ich melde auf alle Fälle Star Citizen weiter, Let's Playen, und mir halt offen halten, andere Games, wenn sie interessant sind, mal mit einzupflegen. Aber Star Citizen wird immer in der nächsten Zeit, weil ich es ja eben spiele, der Hauptfokus sein. Ich werde allerdings diese Frequenz nicht immer durchhalten können. Es wird unregelmäßig sein. Erstens, es wird halt so sein, wie Star Citizen überhaupt mal Zeit lässt, Content auch, neuen Content bereitzustellen und ich das dann aufnehme. Das ist so der eine Sache. Die andere Sache ist halt, dass ich mit dem Real Life das Ganze ein bisschen, ja, unter einen Hut bringen muss. Ich arbeite in einem systemrelevanten Beruf, habe ich jetzt gelernt. Ja, jetzt ist der plötzlich was wert. Das ist also der Beruf mit den weißen Hosen, und mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Aber es ist halt so, dass man halt unregelmäßigen Dienst hat und dann auch mal Nachtdienst hat und so weiter, eine Woche so und so. Dann nehmt ihr mir das bitte nicht übel, wenn die Frequenzen der Uploads jetzt nicht so engmaschig sind wie jetzt gerade. Da hatte ich Urlaub und da konnte ich das Ganze ein bisschen intensiver spielen, und ja, da war das jetzt ein bisschen mehr. Danach wird es sicherlich nicht mehr so in der Engmaschigkeit weitergehen. Aber da wisst ihr dann jetzt auch so ein bisschen den Hintergrund, wie Life ist auch da, und ja, ne, das ist dem also geschuldet. Allerdings, wenn ich Star Citizen spiele, dann nehme ich das auch auf und dann könnt ihr daran teilnehmen, und dann kommen auch wieder Folgen nach und nach raus.
Ja, das ist so mal der Abriss, aber ich möchte mit dem Dankeschön enden, ne, dass ihr hier dabei seid und dabei bleibt. Und wenn es euch möglich ist, dann sagt das auch weiter. Wenn euch meine Art gefällt, sagt es weiter. Ich bin nicht der Choleriker, der hier mit Kraftausdrücken um sich schmeißt. Aber ich halte auch nicht hinterm Berg, wenn Sachen nicht funktionieren. Das ist es, Star Citizen aber auch. Ja, das ist auch wert, Star Citizen da richtig reflektiert zu begegnen. Ich sag das dann auch, ja, aber halt nicht in der Art Scheißspiel und so weiter. Also das wisst ihr ja von mir, da könnt ihr mich auch schon einschätzen. Da habt ihr auch schon viele, viele Videos gesehen und mitverfolgt und ja, ne, so wird es auch weiter sein und wenn ihr da weiter dran teilnehmt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das weitergebt, wenn ihr weiterhin in den Kommentaren fleißig dabei seid. Auch das macht mir sehr viel Freude, wenn man da im Kontakt ist, wenn das ein ja, reflektiertes Miteinander ist und dass man sich da austauscht. Ich bin immer froh, wenn ihr mir da irgendwelche Hinweise auch gebt, dass ich auch das sehen kann. Also wenn ich was übersehe, wenn es da neue Erkenntnisse gibt, wo ich aktuell es wirklich noch nicht sehe, dann freut mich das immer sehr. Oder wenn ihr sagt, nee, nimm doch lieber mal diese Komponente oder mach doch lieber mal das, dann finde ich das richtig super. Und da bedanke ich mich auch dafür, dass ihr da im Kontakt bleibt, dass man sich da ein bisschen austauschen kann. Das finde ich für mich sehr, sehr wertvoll. Und wenn wir in diesem Dreh weitermachen, dann ist das für mich bereichernd. Und wenn es euch Spaß macht, dann, ja, dann bleibt man da auch dran. Und jetzt ist die Sonne untergegangen und dann sag ich danke nochmal an alle Abonnenten, die auch kommen werden. Die dürfen sich ruhig angesprochen fühlen. Die noch dazukommen. Vielen Dank, dass ihr den Kanal supportet und dass ihr mir da die Treue haltet und dabei bleibt. Und ja, vielen Dank. Und wir sehen uns in Star Citizen und egal in welchem Projekt auf diesem Kanal. Dankeschön.